Hi-ho und willkommen zurück bei lieben Strategiespielen und Siedlerfreunde zu Die Siedler 7. Ja, wir sind immer noch in den Chroniken von Tandrien in der dritten Mission Glaubensbündnis. Stellen jetzt gerade unsere Armeen wieder auf, um Valderus, der Ludovics Porträt hat, warum auch immer, zu besiegen. Wir müssen ja nur hier oben in seine Hauptstadt einmarschieren und er ist weg. Und ja, dann die Stadt genauso aufbauen, wie wir es mit dieser Stadt hier gemacht haben. Und unsere Hauptstadt natürlich. Für dich Musketiere, für dich. Ja. Also ja, Goldmangel haben wir zum Glück keinen, dadurch, dass wir die Schatzkammer eingenommen. Haben. Und ja, wir werden dann halt direkt durchmarschieren in seine Hauptstadt. Also erst den Sektor einnehmen und dann gleich seine Hauptstadt belagern. Sidequests haben wir alle erledigt. Ja. Soldaten werden ausgebildet. Ja, jetzt fehlt wieder Kohle, aber Kohle werden stellen wir ja genug her. Wir warten noch ein paar Gebäudeausbau fertiggestellt. Lagerhäuser aus. Oh, schon fertig. Gut. Du bist voll, du bist voll. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Und ja, später brauchen wir halt auch eine Lagerhauskette hier hoch in die Stadt. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Damit wir Steine und alles andere dahin schaffen können. So, jetzt fehlen uns in erster Linie Waffen. Gerade.
Gebäudeausbau fertiggestellt. So, die Lagerhäuser sind alle ausgebaut. Es fehlt jetzt eigentlich wirklich nur noch Truppen. Baut eigentlich immer noch die Armee da hinten aus? Na, nur ein bisschen. Aber ja, die beiden Armeen sind jetzt nicht mehr wirklich stark. Und was Technologie angeht, haben wir eh die Oberhand. Vor allem was militärische Technologie angeht. Wobei, ich sollte den Geistern wenigstens 5 Kanoniere spendieren. Kanoniere wären 10. Machen wir doch 6 draus. Da sind es 12. Da verbrauchen wir auch alle Räder. Ach, vorbei. Wir haben noch 2. Paar Räder? Ja. Auch gut. Also 5 Kanoniere. Geht aber auch da nicht ganz auf. Ich kann mit 2, 3 Kanoniere, also ja, müsste ich 6. Ist egal. Erstmal brauche ich noch eine Waffe für Musketiere. Dann wäre nämlich die Armee auch wieder voll. Du bildest hier noch keine Truppen nach, das ist gut. Hat er da eigentlich in seinen hinteren Gebieten auch keine? Doch, er hat. Sind die einfach abgerissen worden? Und ja, theoretisch könnte ich mal eine Kirche noch zum Bischofssitz ausbauen, aber... Sehe ich jetzt gerade keinen Bedarf danach. Komm, nehmen wir uns die Zeit, legen noch 2 Kanonen oben drauf.
Dann produziert er nämlich noch einmal. So, da kommen Waffen. Ach, was fehlt denn? Ach so, Räder. So, da kommen die letzten beiden Waffen, die fehlen. Es fehlt noch mal eine verbesserte Verpflegung. Das mit dem Gold ist nicht so ganz richtig. Ja, ein Kanonier fehlt noch. Da kommt Geld und Essen. Okay. Gut, damit haben wir unsere Armeen. Würde ich sagen, nutzen wir unsere Geisterarmee, um den Turm zu zerstören. Unsere beiden Hauptarmeen, um die gegnerischen Armeen zu schlagen. Und dann unsere Hauptbelagerungsarmee, um die Türme hier zu zerstören. Und die Geisterarmee als Nachhut. Ein Turm sollte die Geisterarmee eingerissen bekommen. Da kommt die letzte Kanone. Kommt noch eine? Ach, da kommt sie erst den Buckel hoch. Den Hügel hoch. Na dann. Kannst du dich einreihen?